Hallo Leute und willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von DayZ. In der letzten Folge haben wir das Krasnostav Airfield gelootet und haben uns Leder geholt. Ich habe ja das Leder jetzt gegerbt, aber mir würde noch ein Ledernähset fehlen, damit ich den Rucksack craften kann. Ich habe vorhin nachgeschaut, wie man den craftet und da würde ich sagen, laufe ich jetzt einfach mal mit dem gegerbten Leder nach oben und vielleicht finde ich ja irgendwo ein Ledernähset. Dann kann ich mir den Rucksack craften und dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen stabilen Rucksack. Aber wir brauchen halt erst einmal das Ledernähset. Und mit meinem Glück werden wir es wahrscheinlich nicht finden. Aber wer weiß. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, werde jetzt einfach das gegerbte Leder hier in das Haus schmeißen. Da wäre Hundefutter, das brauche ich nicht. Okay, ich höre schon wieder ein paar Zombies. Da unten sind nochmal welche. Drei Stück nochmal. Okay. Ledernähset. Wir brauchen doch nur ein Ledernähset. Komm, so schwer kann es jetzt nicht sein. Nochmal eine BK-18. Na komm. Na komm. Ich hau euch schnell weg. Safe, meine Brechstange geht jetzt kaputt. Okay. Du willst auch noch? Für dich reicht's noch. Einmal. Und zweimal. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Schuss gehört. Zwar ein bisschen weiter weg. Mit BK-12, die ist sogar geladen. Da nehme ich ja gerne die Munition mit. Okay, es ist auch noch. Was war das nochmal? Das waren die Buckshot, genau. Die grünen sind ja die Slugs. Falls einer den Unterschied nicht kennt, soweit ich weiß, sind ja die Buckshot sozusagen, sind ja die, die Streumunition ist es ja. Und die Slugs sind sozusagen die, die was nicht streuen, sondern halt sozusagen ein Projektil verschießen. Falls es irgendjemand nicht weiß oder nicht gewusst hat. Nur so als kleine Info. Oh. Jetzt ist der Schuss aber nicht mehr so weit weg. Das hört sich auf jeden Fall nach etwas Größerem an. Ich kann es jetzt überhaupt nicht zuordnen, was das für eine Waffe ist. Ein Repetierkarabiner vielleicht? Aber das muss schon von weiter von da oben kommen. Komm, ich lauf da rein. Irgendwie habe ich es im Gefühl, dass da das Ledernähset ist. Und wenn wir sterben sollten, dann ist es halt leider so. Es ist DayZ, Leute. DayZ ist schwer, DayZ ist hart, DayZ ist assi. Und was auch richtig assi ist, sind die ganzen bekloppten Zombies, die was hier rumrennen und uns fressen wollen. Komm, hier ist auch öfters mal ein Ledernähset drin. Aber da ist nix. Da bin ich jetzt auf die falsche Seite gelaufen. Na komm. Jetzt habe ich mir extra Fell geholt. Und jetzt scheitert es am Ledernähset, oder? Wenn man die scheiß Dinger nicht braucht. Da liegt eine Autobatterie, okay. Wenn man die scheiß Ledernähset nicht braucht, weil man eh schon 10 Stück hat. Dann findet man immer wieder welche. Und wenn du sie unbedingt brauchst,
Findest du gar nichts. Oh, Dosenpfirsich. Die mache ich mir gleich auf. Kann ich die eigentlich? Ja, die kann ich auch so öffnen. So. Dann hauen wir uns nochmal den Ranzen voll. Was liegen da denn für Handschuhe? Arbeitshandschuhe. Ja, die sind halt schwach isoliert, gell? Die ABC-Handschuhe. Ich müsste ja noch Klebeband haben oder Nähset. Dann könnte ich die reparieren. Ich glaube, ich nehme auch die Arbeitshandschuhe mit. Isolation ist wichtig. Genau, ich habe noch ein bisschen was vom Nähset gehabt. Okay, und Klebeband habe ich ja auch noch. Dann verbrauchen wir halt noch ein bisschen Klebeband. Mein Gott. Ja, die sind halt moderat isoliert. Es ist halt schon ein sehr großer Unterschied zwischen schwach isoliert und moderat isoliert. Oh, der hat Milchpulver dabei und eine Cola-Dose. Es scheint irgendwie nicht so, als wäre hier ein Ledernähset. Da wäre auf jeden Fall schon mal ein neuer Rucksack. Der ist demoliert. Es ist leider derselbe. So, nehmen wir alles wieder mit. Was stimmt hier jetzt wieder nicht? Ach, stimmt, ich muss ja die BK43 noch nachladen. So, zack, zack. Was liegt denn da? Entfernungsmesser nehme ich eigentlich auch sehr gerne mal mit. Aber jetzt gerade ein Interesse. Wir werden wahrscheinlich eh noch einige von denen finden. Von dem her. 76239 würde ich. Da würde ich mich richtig freuen. Weil da hätte ich auch mal eine Waffe auf Range mit der BK18. Vor allem, die ist ja gar nicht so schlecht, die Waffe. Klar, Single-Shot-Waffe. Aber wenn du da jemanden erwischt auf 50 Meter, 100 Meter, der ist weg vom Fenster. Da habe ich doch gerade wieder einen Schuss gehört, oder nicht? Das gefällt mir hier alles ganz und gar nicht. Ein brauner Kaban. Besser als die Polizeijacke auf jeden Fall. Immer wieder alles mit. Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich drauf gehe. Hey, 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 hey. Ich habe ja gar nicht meine Pistole draußen. Kurz einen Ruckler gehabt. Was liegt denn da? Da liegen drei Armbänder. Oh, oh. Ist da wohl ein Team unterwegs? Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Es fängt jetzt echt ehrlich wieder an zu regnen. Eine Bomberjacke. Auch eine gute Jacke. Medikamente brauche ich jetzt erstmal keine. Ich habe ja ein paar Tetras. Ich habe Codein-Tabletten. Und das gegerbte Leder, das lasse ich jetzt einfach auch da liegen, wo es jetzt ist. Weil ich habe einen anderen Plan.
Und zwar ist ja da oben die Burg. Und bei der Burg gibt es ja auch Jägerausrüstung. Unter anderem Jägerjacke, Jägerweste, glaube ich. Den ziehe ich auch an. Jägerhose und auch die... Nicht die, sondern der Jagdrucksack. Du sollst die Brechstange hier hin tun, damit ich die gebackenen Bohnen in die Hand nehmen kann und die essen kann. So, dann snacken wir mal die Bohnen und dann laufen wir mal hoch zur Burg. In der Burg, da war ich ja mit Mario auf dem anderen Server, wo wir gespielt haben, wo wir auch das große Lager hatten. Und da war ja auch bei der Burg ein Lager. Die Burg wird ja sehr gerne als Lager eingenommen, da die ja so groß ist. Ja, der hat leider auch einen kleinen Rucksack. Wenn es ein grüner gewesen wäre, wäre es gut. Aber der rote, der interessiert mich überhaupt nicht. Ich schaue jetzt mal da noch überall rein. Genau, da ist sie doch. MK2 hieße die Waffe. Auf die bin ich die ganze Zeit nicht drauf gekommen. Das ist ja... Die MK2 ist ja wirklich ein purer Zombie-Killer. Nimm ich auch immer sehr gerne mit. Vor allem halt eine Packung. Punkt 22 LR. Da sind ja meistens... Also da sind ja immer 50 Schuss drin. Und von dem her hast du ja... Immer so viel Munition für die Waffe. Und ein Kopfschuss reicht ja vollkommen aus, um einen Zombie zu töten. Also da kannst du dich auf jeden Fall kaputt ballern mit der. Ja, da ist leider auch nichts drin. Da schaue ich jetzt noch rein und dann laufe ich hoch zur Burg. Da sind nochmal Buckshot, die nehme ich mit. Leichte Wanderschuhe, was habe ich denn nochmal? Ich habe die Jagdstiefel. Ja, so egal wäre halt das Lederset jetzt auch nicht. Meine Jagdstiefel sind halt kaputt. Lust hätte ich auf jeden Fall eigentlich nicht, dass ich dann mit demolierten Schuhen da rumlaufe und mir die ganze Zeit dann Katz reinziehe. Ja, ich laufe jetzt hoch zur Burg. Jetzt muss ich bloß kurz überlegen, in welche Richtung ich genau laufen muss. Aber ich glaube, so in die Richtung, das müsste ja schon stimmen. Weil man sieht ja das Dorf von der Burg aus sehr gut. Eigentlich ist der Regen gar nicht mal so schlecht, wenn du halt die richtige Isolation hast. Da du ja im ganzen Nebel und Regen... so schlecht gesehen werden kannst. Also der Regen bringt schon seine Vorteile, aber halt auch seine Nachteile. Wenn du halt schlecht isoliert bist, wirst du schnell krank. Wenn du gut isoliert bist, ja, hast halt eine bessere Deckung. Okay, ich habe auf jeden Fall die Burg schon gesehen, die ist da genau in die Richtung. Ich hoffe, dass wir vielleicht da oben den Jagdrucksack finden. Wer weiß, vielleicht finden wir ja auch eine Mosin oder eine Blaze. Oder eine Savanna. Aber für die Savanna habe ich ja kein Magazin. Es war ja bloß die SSG-82 und die Pionier. Und die Pionier kann da oben nicht spawnen und die SSG-82... weiß ich gar nicht, ob die da oben spawnen kann bei einer Burg oder halt so. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig laufe. Aber ich habe sie auf jeden Fall in der Richtung gesehen. Boah, durch die nicht allzu gute Grafikeinstellung von mir, da
Da sehen manche großen Büsche aus, als wäre das irgendwie ein Zelt oder sowas. Deswegen schaue ich da immer irgendwie genauer hin. Okay, wir sind auf jeden Fall bei der Burg. Wir sind richtig gelaufen. TomTom-Navigation lässt uns nicht im Stich. So, und jetzt gibt's geilen Loot für mich. Da ist auf jeden Fall... Da ist ein Chicken. Da, glaube ich, kann ich ja nirgendwo hoch, oder? Nein, okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass da unten nochmal so ein Durchgang ist, wo man auch da rein kann. Und gebaut schaut es auf jeden Fall hier auch nicht aus. Da liegen auch immer gerne schöne Jägersachen, aber da liegt bloß eine weiße Jägerjacke. Und auf die habe ich jetzt eigentlich weniger Bock. Das war ja klar, dass ich einen Hit kassiere von dir. Okay, raus mit der BK-43 und rein in die Burg. Immer mal wieder hier auch unter den Treppen gucken. Da liegt... Entschuldigung. Da liegt öfters mal Munition. Oder auch ein Waffenpflegeset, glaube ich, kann da auch liegen. Und hier beim Hochlaufen, wollte gerade sagen, auch immer mal wieder aufpassen. Wegen Minen oder auch mal Bärenfallen. Da ist nochmal Mosin-Munition. Davon habe ich doch, glaube ich, schon welche, oder? Ne, das war die AK-Munition. Genau, ich habe 9x19, die kann ich stacken. Und das nehme ich dann mit. Ja, leider nur weiße Jägersachen. Das war ja wieder klar. Keine Jäger-Ausrüstung für mich. Das war eine Hose, oder? Oder war das? Nee, das war auch eine Jacke. Eine zweimal Jacke. Voilà, das wollte ich eigentlich nicht. Da war noch ein Zombie. Aber der kann ruhig gerne mitkommen. Komm. Lass mich nicht hängen. Genau hier. Aber da liegt bloß ein Jagdmesser. So. Der hat nichts dabei. Okay. Ich habe ja... Habe ich zwei Jagdmesser? Nein, habe ich nicht. Okay, der würde 3 Slots nochmal kosten. Dann glaube ich... Nee. Ich lasse das Jagdmesser jetzt hier. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier in der Richtung ein kleines Military ist. Ich glaube, da sollten 2 Zelte sein. Und ein Humvee. Da würde ich auch noch gerne hinlaufen. Und dann entscheiden wir mal spontan, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ich habe schon so ungefähr den Plan, wie ich laufen werde. Ich laufe jetzt hier zu dem kleinen Military. Dann laufe ich nach... Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das ist Severo gerade da hinten. Da ist eine riesengroße Stadt. Das müsste Severo gerade sein. Und über Severo gerade gibt es ja auch nochmal ein Jägercamp. Und das ist auf jeden Fall erstmal mein Ziel. Zum Jägercamp zu kommen und dann würde ich, glaube ich, nach Kamensk laufen und dann ins Kamensk Military. Wenn ich es überhaupt so weit schaffe, wer weiß. Vielleicht hockt hier gleich einer hier irgendwo im Wald und erschießt mich. Kann alles gut möglich sein. Ich habe immer noch keine Munition gefunden für meine BK-18. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht zu weit rechts. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt
zu weit nach rechts laufe. Ja, irgendwo werde ich schon rauskommen. Aber normalerweise sollte das schon so stimmen. Oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen lost. Und wir laufen jetzt mal hier auf die offene Fläche. Weil so weit war das eigentlich gar nicht. Da sehe ich auf jeden Fall eine offene Fläche. Doch, ich glaube, es müsste da hinten sein. Da sind halt auch sehr gerne mal Leute beim Looten. Da ist eine Scheune. Bin ich jetzt zu weit rechts gelaufen? Ich weiß es nicht. Da ist noch eine Scheune. Oh, Leute. Ich will halt jetzt auch nicht extra die Map aufmachen. Ja, es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, wir werden jetzt gleich erstmal unsere Sachen ausringen. Weil ich habe davor schon blaue Temperatur gehabt. Ja, ist alles komplett durchnässt. Okay. Das glaube ich kann ich auch noch. Ja, das kann ich auch noch ausringen. Und die Sturmhaube, glaube ich, kann ich auch noch ausringen. Ansonsten geht nichts mehr. Nee, normalerweise sollte da Handschuhe, glaube ich, kann ich ja nicht ausringen. Das kann ich aber ausringen. So, okay, nice. Und ich bin doch safe zu weit rechts gelaufen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit rechts war. Oder täusche ich mich jetzt einfach? Wir werden sehen, wo ich rauskomme. Auf jeden Fall will ich in eine ganz andere Richtung, und zwar halt nach links. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Aber wisst ihr was? Wir lassen jetzt einfach das kleine Military aus und laufen gleich in die Großstadt rein. Und dann hoch zu dem Jägercamp und dann nach Kamensk. Ich glaube, so machen wir das. Schaue ich aber dann noch einmal rein. Weil ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Ledernähset. Ich glaube, meine Schuhe werden es nicht mehr lange aushalten. Und es fängt wieder zum Regnen an. Ach, wir lieben Daisy. Aber wenn es einmal regnet in Daisy, dann regnet es die ganze Zeit. Da wären auf jeden Fall nochmal Tiere. Aber ja. Ich bin ja voll. Ich habe ja keinen Platz mehr. Weil ich ja kein Ledernähset gefunden habe. Sonst hätte ich mir einen größeren Rucksack craften können. Und dann hätte ich das Problem auch nicht mehr. So, ab hier kenne ich mich auf jeden Fall wieder sehr gut aus. Das ist hier so, glaube ich, der Place,
Da, wo ich wirklich am meisten Zeit verbracht habe. So in der Umgebung, in der Richtung. Im Kamenz Military war ich auch schon so häufig. Oh, ein Beil könnte ich halt auch gut gebrauchen, aber es ist demoliert. Ich habe keinen Schleifstein. Ist beschissen. Genau, da oben ist die Scheune, da hinten ist das, wie nenne ich das jetzt? Ja, Steinberg. Weiß nicht. Ganze, die große Sandgrube, genau. Da haben wir auch unseren LKW her, wo wir unser Lager hatten. Da sind wir da hochgelaufen zur Burg. Haben dann versucht, da einzubrechen, aber da war schon alles offen. Und ja, somit konnten wir dann dort reingehen und dort gab es eine LKW-Batterie. Und dann haben wir uns den LKW geholt und sind ins Lager gefahren und haben ihn eingeparkt. Leute, da jetzt der Server neu startet, würde ich sagen, beenden wir auch hiermit die Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, haut ein paar Kommentare raus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.